So, als Erde Nummer 1 sitzt. Hier, der ist jetzt 3 Meter tief, also es waren 2x1,50 Meter Elemente. Hier angeschlossen mit einer 10 mm V4A-Leitung. Genau, geht hier einmal durch den Beton durch. Dort unten an der Treppe lang. Und dort habe ich mir ein 50 cm langes Anschlussstückchen gelassen. Genau. Hier an der Stelle hier ist der zu Ende. Und wozu ich das habe, ist, ich möchte dann, wenn ich dann den Graben ums Haus drumherum ziehe, also sprich, ich komme dann von da oben, ziehe mir hier einen Graben, da tue ich meinen weiteren 10 mm reinlegen und dann grabe ich mir das bis hierhin ganz normal auf und mache mir dann hier schön so ein Kreuzungselement hin und tue mich dran anschließen. So, als nächstes kommt jetzt noch diese Dehnbinde dran und danach können wir den Kram wieder zuschütten. Morgen werde ich den ganzen Kram dann noch durchmessen und dann wissen wir auch, was für einen Erdungswiderstand wir hier haben. So, also jetzt haben wir mal gemessen. 5,35 Ohm haben wir. Also, unsere Messsonde ist da hinten ungefähr 35, 40 Meter weiter. Genau, das haben wir uns hergeholt, das Kabel. Dann von da drinnen holen wir uns einen ungeschützten L. Den braucht man nämlich, um die Messung durchführen zu können. So, also. Wir haben unsere Messspitze auf unserem zu vermessenden Erder. Dann sind wir hier auf einem L. Genau, und dann gehen wir mit der Sonde, sprich hier, unseren Sondenwiderstand, unsere Sonde. Und dann drücken wir auf Start. Und dann macht das ein bisschen Klick, Klack, Klick. Zack, 5,39 Ohm. Jo, da bin ich ja zufrieden, ne? Genau, und der Erder, da unten läuft er lang. Genau, da wo der Buddelhaufen noch ist, da ist er drunter. So, genau. Und dann da oben hin, also sprich an die andere Hauskante. An die Hauskante, mal gucken, ob ich das morgen oder übermorgen mache. Kommt dann dort ein Erder rein. Genau, natürlich auf der dritten und vierten Kante auch noch. Die werde ich jetzt erstmal hier einfach mit einem Kupferkabel verbinden und direkt an der Hauswand lang, quick and dirty. Und dann, wenn ich mal Zeit habe, werde ich dann hier runterbuddeln. Hier dran vorbei. Und dann werde ich mir halt schön hier auch so einen Edelstahl V4A Rundstab reinlegen. Und dann die Erder schön im Erdreich miteinander verbinden und dann geht der Widerstand nochmal richtig geil runter. Genau, und dann hebt man das Haus bei einem Blitzeinschlag schön, das Potenzial rundherum schön hoch. Das sollte gut sein. Sarah, geh da mal weg!